Ihr habt es sicherlich gemerkt, ich konnte in den letzten 2 Tagen aus privaten und persönlichen Gründen leider kein Video veröffentlichen, aber jetzt kann ich es wieder und deswegen mache ich es auch wieder. Und zwar gucken wir mal in die österreichische Bundesliga. Da spielen eine Menge starke Leute mit, zum Beispiel auch viele deutsche Großmeister, internationale Meister. Und eine Partie ist mir aufgefallen vom Frederik Svane gegen den deutschen IM Max Hess, 27 Jahre alt. Und ich habe das ja überschrieben, ihr habt es vielleicht im Bild, im Thumbnail gesehen, es menschelt. Es menschelt. Also natürlich ist der gute Frederik hier gewaltiger Elo-Favorit, aber guckt mal an, was hier passiert ist. Ihr werdet wahrscheinlich euch da ein bisschen wiederfinden im Amateurbereich, in Anführungszeichen. Ich wünsche viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chessalize Gunnis YouTube-Kanal. Ihr habt es vielleicht gemerkt, also in der Einleitung ist mir ein Fehler unterlaufen. Da war der gute Svederik nämlich bei einer, Svederik, sag ich, Frederik, bei der Elo-Zahl von 217. Nee, da habe ich eine 6 vergessen, also 2617. Ich habe es jetzt korrigiert natürlich. Und er ist Elo-Favorit, aber es passiert hier eine verrückte, eine wilde Partie. Und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr überhaupt nichts mehr verpasst oder unterstützt mich gern auch mit einer Spende via PayPal. Das haben in den letzten Tagen getan der gute Jens Uwe und der Peter. Hier oben seid ihr verewigt. Dankeschön für eure Unterstützung. Wie gesagt, ich konnte aus einem privaten Grund nicht jetzt hier an YouTube arbeiten. Aber jetzt bin ich wieder da und ihr auch hoffentlich. Ich bitte um Verzeihung. Also, jetzt gucken wir mal rein. Frederik eröffnet die Partie hier mit D4 und wir sehen ein Springer F6, ein C4, E6 und ein Springer C3. Was passiert hier? Ihr könnt es erahnen. Ein klassisches abgelehntes Damengambit. Und hier gibt es natürlich viele Züge. Der meistgespielte Zug ist hier zu nehmen. Das ist die Abtauschvariante. Oder es geht auch Läufer G5 selbstverständlich. Springer F3. Läufer F4. Ach Gott, es geht so vieles. Immer wieder muss ich sagen. Aber ich tue es gerne, damit ihr es auch immer in euren Kopf reingeknallt kriegt. Ja? Also C schlägt D5. Okay, Abtauschvariante E schlägt D5. Und jetzt Läufer G5. Jetzt stützen wir erstmal das Zentrum mit C6, ganz normale Theorie, da muss ich nicht viel erzählen dazu. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, meistens spielt man E3, man kann aber auch Dame C2 spielen, selbstverständlich, und Dame ins Spiel bringen und diesen Läuferausfall nach F5 schon mal rausnehmen hier, weil die Dame das Feld kontrolliert. Also, jetzt kicken wir erstmal den Läufer hier, H6, jawohl, der geht zurück, möchte natürlich die Fesselung aufrechterhalten. Läufer E7, wir verstopfen die Diagonale, E3 hier von Frederik und Rochade vom guten Max. Und das ist hier eine Stellung, die ist tatsächlich nichts Besonderes. Also wahrscheinlich kennt ihr selber als ambitionierte Schachspieler solche Strukturen, so eine Stellung, die dürfte euch bekannt vorkommen. Es ist immer eine gewisse Dynamik in solchen Stellungen. Wisst ihr auch warum? Weil ihr seht auch diese Bauernaufstellung hier, ich nehme mal eine andere Farbe, ist nicht der Springer, ist nicht symmetrisch. Ja? Es ist so ineinander, gegeneinander verschoben und das bringt immer so ein Ungleichgewicht in die Stellung und deswegen haben diese Positionen oft sehr viel Dynamik und Unklarheiten drin. Da kann alles passieren. Hier sind alle Figuren auch so weit entwickelt, also zum Beispiel Läufer D3, Turm E8, also keine Seite hat jetzt große Schwierigkeiten, die Figuren zu entwickeln. Man spielt hier üblicherweise Springer E2. Warum, werdet ihr gleich sehen. Das ist etwas genauer als Springer F3. Kann man natürlich auch machen. Ne? Aber dann wird Schwarz irgendwann hier den, vielleicht sogar jetzt schon, hier diesen Springer reinpflanzen können. Und dieser Springer ist dann nicht in der Lage, dieses Feld E4 anzugreifen oder zu kontrollieren. Wenn er aber nach E2 zieht, dann kann er das tun, und zwar über das Feld G3. Das ist relativ wichtig, ob die sich diese Möglichkeit offen zu lassen. Deswegen Springer GE2 hier sehr genau. Schwarz entwickelt erstmal Springer BD7. Jetzt spielen wir mal H3. Ja, das ist auch nicht schlecht. Wir nehmen das Feld G4 weg. Der Springer gruppiert sich um nach F8.
Läufer G3 und Läufer D6, um diesen Läufer hier zu neutralisieren. Okay, also kurze Rochade. Und ihr seht, jetzt droht auch, muss man sich auch nicht da mit dem Gedanken beschäftigen, dass Schwarz hier nehmen könnte und man hässlicherweise mit dem Bauern nehmen müsste. Und schon seht ihr das, hängt der E3 und so weiter. Also dieser Springer hier macht einen guten Job. Der verteidigt G3, ganz wichtig. Der Max tauscht hier einmal raus. Okay. Und Springer schlägt G3. Und wir sind jetzt allerdings schon in einer Stellung, die ist neu. Also die hat es noch nicht gegeben. Also ich denke mal, die beiden Spieler waren bis Zug 10 oder 12 sicherlich in der Vorbereitung und im Buch. Aber hier diese Position gab es in der Meisterdatenbank erstaunlicherweise noch nie. Mir gefällt die Stellung für Weiß eigentlich relativ gut. Eigentlich, was heißt, also eigentlich ist sie ausgeglichen, oder? Also da einigen wir uns mal auf ausgeglichen. Es ist halt dieser Springer auf G3, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, der ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, der kontrolliert F5, der kontrolliert E4, kontrolliert H5. Ist ein sehr guter Vorposten-Gaul sozusagen. Dame D6 hier, das ist auch ein logischer Zug, ja. Und Springer B1 von Frederik. Warum tut er das? Nachvollziehbar, man muss so nicht spielen. Also man kann auch erstmal hier versuchen, am Damenflügel zu spielen. Also Computer zum Beispiel mag so ein Turm wie Turm F, so ein Zug wie Turm FB1 sehr gerne. Ja, okay, der möchte hier unbedingt B4 spielen und so weiter und B5 Breaks. Also Computer möchte am Damenflügel spielen. Erstaunlicherweise, wie ich finde. Der Frederik verfolgt einen anderen Plan. Er spielt Springer B1 und möchte diesen Springer gerne hier nach D2 postieren. Okay, Springer E6, ja, Springer D2, Plan verfolgen. Und Springer G5. Also man muss sich schon fragen, droht eigentlich was? Also ihr seht ja selber, Schwarz ballt so ein bisschen die Kräfte zusammen hier am Königsflügel. Droht denn irgendwas? Muss man irgendwann vielleicht auf Einschläge auf H3 aufpassen? Nicht wirklich im Moment, ja. Die weißen Figuren verteidigen ja auch wunderbar. Also nochmal, dieser Springer ist echt gut und ja, also Chancen auf beiden Seiten. So kann man das vielleicht am besten beschreiben. Oder man kauft sich in meinem kleinen Merch-Shop ein T-Shirt, auf dem steht dynamisches Gleichgewicht. Habe ich es wieder untergebracht, oder? Der Wahnsinn. Alle Links in der Videobeschreibung. Gut, also Turm E1 hier. Jo, kann man machen. Warum nicht? Auf den Durchbruch hier spielen. Dame geht nach E7 und verhindert das. Jetzt kommt F3. Das ist das. Da war ich mir nicht so ganz sicher beim Anschauen der Partie, ist das wirklich der richtige Plan von Weiß hier auf diesen Zentrumsdurchbruch E4 zu spielen, weil F3 schwächt halt auch die Struktur. Ihr seht das selber, dieser Springer, den ich immer so gelobt habe, der ist plötzlich nicht mehr gedeckt. Spielt das eine Rolle? Also erstmal hier den Läufer entwickeln, Läufer D7 und jetzt kommt eben E4 vom Frederik und das ist ja auch das, was er wollte, das ist das, was er vorbereitet hat. Interessanterweise gefällt das dem Computer überhaupt nicht. Ja, also er sagt ja, ausgeglichen, plus 0,3, ein Hauch für Weiß, aber hier kippt die Sache so ein bisschen. Das gefällt dem Computer nicht. Warum ist das so? Also, der Max Hess nimmt erstmal auf E4 raus hier. Okay. Und jetzt muss man sich überlegen, wie nehme ich denn eigentlich zurück? Mit dem Springer, mit dem Springer, mit dem Bauern, mit dem Läufer? Also, wie nehme ich denn eigentlich wieder? Mit dem Turm wahrscheinlich eher nicht. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ja? Logisch sieht aus, F schlägt E4. Schließlich wollen wir das Zentrum weiter kontrollieren. Besser ist es allerdings, mit dem Springer hier zu nehmen. Wahrscheinlich wollte Frederik das nicht. Er bleibt dann auf so einem QIP sitzen. Kennt ihr das? QIP? Nee, IQP, so muss ich sagen. IQP, Isolated Queen Pawn. Ja, die kürzen alles ab, die Amis, ne? IQP sagen die. Na gut, also, Frederik schlägt mit dem F-Bauern. Und das ist in der Tat nicht so gut. Warum nicht? Naja, Schwarz spielt damit die 6 und ich habe es eben gesagt, dieser Springer ist nicht gedeckt plötzlich. Was tun wir denn jetzt mit dem Springer? Also mit dem König decken? Nee, nicht freiwillig in diese Diagonale reingehen, logisch. Also der Springer muss ziehen, wir können ihn anders gar nicht decken. Springer E2. Und das, liebe Schachfans, jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten, ja.
Also das war bisher so ein bisschen so ein Auf und Ab, das Ganze, und die haben auch ganz schön Zeit investiert. Ihr seht es, wir sind im 21. Zug, ihr seht die Bedenkzeiten eingeblendet. Und jetzt wird es aber dann kurios und wild. Also ich sag's mal so, liebe Schachfans, ich habe vorhin mal gesprochen, ob man sich um diesen Einschlag auf H3 Gedanken machen muss, eventuell. Musste man nicht, stimmt's? Erinnert ihr euch? Aber jetzt schon, weil dieser Springer, es wurde unterminiert, enthebelt, der musste wegziehen und jetzt ist eigentlich der weiße König, ich sag mal so, mittelgedeckt. Ja, also der hat kaum Verteidigungskräfte um sich und das nutzt Max Heß, indem er hier reinopfert. Und das funktioniert, das ist ein guter Zug. Läufer schlägt H3, bam. Und das ist für mich schon erstaunlich. Der gute Frederik hat das natürlich gesehen. Ja, es ist ja nicht so, dass er den Einschlag nicht sieht. Nur, hat er das auch richtig eingeschätzt? Natürlich müssen wir nehmen. Okay, Springer nimmt. Und das ist das, was ich meinte. Schaut mal, der weiße König ist ein Nackedei. Du liebes bisschen. Also da brauchst du schon Nerven. Was ist das denn? König G2 und Dame D7. Dame D7, ja, wir decken diesen Springer, der ist ja angegriffen vom König. Gibt es hier was Besseres? Nicht wirklich. Also Computer sagt Dame D7, Dame E6, beides gleichwertig ist okay. Max Heß hat hier Dame D7 gespielt. Und jetzt Frederik hat einen Zug Zeit, um einen Verteidiger zu seinem König zu bringen. Ihr wisst ja, die Springer sind die besten Freunde des Königs. Und jetzt gibt es halt erstmal einen Schach, Dame G4. Okay, der Springer kann dazwischen hüpfen. Und diese Stellung ist, wie würdet ihr die einschätzen? Also, ich muss ehrlich mal sagen, das ist ein Schluck-Tee-Moment. Liebe Schachfreunde, ihr macht doch mal jetzt nicht so hektisch, das Leben ist hektisch genug. Jetzt nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit, pausiert das Video oder baut euch die Stellung auf, vielleicht auch im echten Schachbrett, das wäre was Tolles. Und guckt euch das mal an. Wie würdet ihr das einschätzen? Also, ich würde mal gern einen Schluck Tee nehmen. Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist: Was droht denn Schwarz eigentlich? Droht Schwarz denn was? Schwarz hat ja immer eine Figur geopfert, das darf man nicht vergessen, ne? Und die Drohung, die sofort erkennbar ist, ist natürlich H5, H4. Und der Springer kann nicht ziehen, weil er eben gefesselt ist. Okay, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Eine andere Option wäre vielleicht, diesen Springer mal zu entfernen nach G5. Wenn ihr euch fragt, was ist denn mit dem Schach hier, das ist gar nicht gut. Dann nehme ich einfach raus und entlaste und plötzlich reichen die Angreifer nicht aus, ja? Also vielleicht eher hier hinziehen, Springer G5, dann hat Weiß Verteidigungsmöglichkeiten, die Felder F3 und H3 zu kontrollieren. Aber der andere Springer kommt und dieser Kollege ist gefesselt. Den müssen wir. Ja, wie decken wir den denn? Dame F2 geht nicht, liebe Leute. Warum nicht? Ja, na, Dame F2. Ich zeig's euch kurz. Kommt plötzlich Springer F4 und Schwarz gewinnt. Wohin geht denn der König? Ja. Hallo, hierhin oder was? Na, dann hängt der D3. Ach, du liebes bisschen. Also, Dame F2 geht schlichtweg nicht. Aber was noch geht, ist Turm E3. Auch hier gibt es einen Schach, ja, der König kann sich verstecken und das ist eine wahnsinnig komplizierte Stellung. Also hier muss man Züge wie Springer D5 finden und Weiß kontert mit Dame F2. Computerschach lassen wir mal weg, es menschelt ja schließlich. Also das ist letzten Endes besser für Schwarz, diese Stellung. Mit so einer Minus 1 gibt die Engine das an. Aber es ist schwierig. Und ihr seht, der gute Max Heß hat noch 13 Minuten und entscheidet sich für den anderen Plan. Ist das jetzt Plan A oder Plan B? Weiß ich nicht. Er spielt H5 mit der Drohung H4. Sieht logisch aus, wie ich finde. Und es ist ein dicker Fehler. Unglaublich. Also, die Engine, ja, die geht von einer Minus 1, habe ich ja gerade gesagt, Minus 0,8, auf eine Plus 3. What? Warum ist denn das? Warum ist denn das so? Naja, Weiß hat hier einen schönen Parade-Riposte, einen Konter. Er kann nämlich sagen, okay, dein H4 kommt, ja, ist mir recht, aber ich spiele mal Turm H1 und greife deinen Springer an. Gut, das sehen wir alle, aber der Springer kann ja einfach wegziehen, wie eben auch beschrieben in der anderen Variante. Und jetzt kommt der andere Turm dazu und plötzlich sind beide Türme im Spiel.
und haben richtig schöne Linien gefunden. Ja, diese F-Linie ist kontrolliert, vor allen Dingen das Feld F4, das Feld F3, alles ist gedeckt plötzlich. Und ihr werdet sagen, ja, aber es geht doch trotzdem H4 irgendwie, oder? H4, geht das? Da habe ich einen bösen, bösen Konterzug. Turm F4. Ja, Zwischenschach, okay. Na, der König läuft einfach weg. Es gibt kein Fortkommen. Weiß hat zu viel Material. Weiß gewinnt hier. Oh, Wahnsinn. Und das hat der gute Max Hess natürlich erkannt. Er hat nicht so viel Zeit. Er hat noch 9 Minuten für 13 Züge in dieser komplizierten Stellung. Und er sagt, okay, pass auf, ich verkompliziere weiter. Ich spiele Springer D5 und versuche, dieses Feld E3 frei zu kämpfen. Entweder hüpfe ich hier mit meinem Springer rein und drohe eine Gabel. Oder wenn du nimmst, dann entert mein Turm hier auf E3. Wow, da braucht man echt starke Nerven. Wie reagiert der Frederik? Wie reagiert der? Er nimmt hier knallhart raus. Wow. Also, mal ganz ehrlich, Turm E3 sieht gut aus, funktioniert aber nicht. Es ist ja nichts. Es ist nichts. Wir können einfach Läufer F5 spielen. Und jetzt? Huch, die Dame, die hat ja gar kein Feld mehr. Also, ihr seht, Springer D5, wir können einfach rausnehmen. Natürlich kann Schwarz nicht Turm E3 spielen, aber vielleicht H4, die alte Drohung erneuern. Okay, jetzt sind es inzwischen übrigens schon zwei Figuren, ja, also jetzt wird es Zeit, dass Schwarz mal Material zurückgewinnt. Und hier kommt Frederik auch für mich eine abstruse Idee. Ich meine, ja, Schwarz wird eine Figur zurückgewinnen, okay, ja, weil das kann man nicht verhindern. Aber es ist immer noch sehr viel Material mehr und es menschelt aber. Es menschelt. Frederik sollte hier einfach cool Turm F2 spielen und ja, was ist denn dann? Dann nimmt man hier wahrscheinlich auf G3 raus und dann weiß ich auch nicht. Also man kann jetzt hier nehmen vielleicht. Ein Computer sagt, Läufer H7 ist noch stärker, aber okay. Und jetzt ist es halt nicht klar, wie es weitergeht. Ja, also wenn ihr sagt, ja, ich habe aber jetzt diesen Einstieg hier mit der Drohung auf dem Feld G3, stimmt schon, nur ich kann einfach. Ich sage mal so, ich gebe einen Schach hier, der König läuft weg, natürlich nicht in die H-Linie rein. Und jetzt habe ich ein ganz böses Schach. Der König läuft weg, alles Variante, ne? Und jetzt kann ich einfach damit die 6 spielen und die, ups, pardon, und diese Diagonale, diesen Punkt G3 decken. Also es ist vogelwildes Zeug unterwegs, ja? So kann man spielen. Okay, aber Frederik, mit wenig Zeit, ihr seht, inzwischen weniger Zeit als der gute Max. Spielt hier Dame B3. Boah, das ist. Ja, es funktioniert, aber der Vorteil schrumpft auf nur noch plus 1 oder so. Der schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und wie gesagt, wir müssen hier die Zeiten immer beachten. Ja? Was zieht denn Schwarz? Wollt ihr hier nehmen jetzt oder was? Oder was ist denn los? Oder wollt ihr jetzt hier nehmen? Ja, aber dann weiß kann sich hier sag mal, entfesseln nicht, aber irgendwie er kann das aufdröseln, ne? Ja, ihr habt wieder Turm E3, nur es droht ja nichts. Es droht nichts. Denkt mal an Läufer H7 Geschichten, wie ich es eben beschrieben habe. Wahnsinn. Also, was eine Stellung. G6 kam. Und der Zug ist gar nicht schlecht. Er nimmt erstmal das Schach raus, ja? Und also in manchen Varianten habe ich ja gezeigt, er nimmt Läufer F5 raus, vor allen Dingen auch, ne? Ihr wisst schon, Damenfang und so. Und Frederik hier in horrender Zeitnot spielt Läufer C4. Bei allem Respekt, ich rede ja nur drüber, ich muss ja gar nicht gut spielen, ein katastrophaler Zug. Der Vorteil verschwindet und plötzlich steht Schwarz wieder besser. Was ist denn da jetzt los? Ich sag's euch gleich. Also Läufer C4 ganz schlecht. Besser wäre gewesen, hier zum Beispiel einfach sich durchzufressen, mal auf C6 zu nehmen. Sollten wir irgendwann mal zurücknehmen, ja. Und jetzt einfach hier zu schlagen. Pragmatisch spielen. Ja, stimmt, man gibt Material zurück, aber man könnte ja auf G6 nehmen. Okay, plötzlich ist der F7 auch und under fire. Also so sollte man spielen. Aber man muss ja auch ein bisschen Verständnis zeigen. In Zeitnot machen wir alle Fehler. Es kam Läufer C4 von Frederik. Und warum ist das so katastrophal? Weil Schwarz einfach B5 spielen könnte. Hat er nicht getan. Hat er nicht getan. Er könnte einfach B5 spielen.
Und jetzt fragt man sich, was macht denn der Läufer jetzt? Was, geht der jetzt brav zurück oder was? Läufer D3? Ja, aber nee. Also wahrscheinlich muss man hier total krude Sachen machen mit Turm F4. Dann gibt es den Zwischenschlag auf E2. Läufer schlägt E2. Und jetzt, ja, jetzt können wir auch den Turm nehmen. Turm F1 und kein Mensch weiß, was los ist. Der Computer gibt diese Stellung als etwas besser für Schwarz an. Niemand blickt mehr durch. Ist auch nicht so schlimm. Das geht den Spielern ja genauso. Also B5 hier, bärenstark. Stattdessen hat aber der gute Max C schlägt D5 gespielt. Und schon wieder kippt die Sache. Das ist auch nicht besonders glücklich, aber ja, in der Zeitnot frisst der Teufel fliegen wahrscheinlich. Turm schlägt H4 vom Frederik. Und jetzt gibt die Engine in dieser Stellung eine 0,0. Ja, das war schon aufregend bis hierhin, oder? Was ist ein Turm schlägt H4? Also Frederik sagt, wir müssen hier irgendwann Klarheiten schaffen. Turm schlägt, Entschuldigung, Verzeihung, Dame schlägt H4, Läufer schlägt D5 und Turm E7 deckt diesen Punkt F7 nochmal. Der ist ja schließlich dreimal angegriffen. Guckt mal hin, hier, ne? Und okay, Springer F4, ja, und irgendwie die schwarze Dame, ja, die steht da. Bisschen fehl am Platz, die droht halt nichts, ja. König G7, wir gehen mal raus aus dieser Diagonalen, klar. Und der Frederik entkorkt hier im 34. Zug Springer FH5 Schach. Ist das ein Schluck-Tee-Moment, liebe Leute? Es ist keiner. Ich nehme jetzt gleich trotzdem nochmal einen Schluck Tee, aber es ist keiner, weil dieser Zug ist ein bisschen auch ein Bluff. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Zeitnotbluff. Mehr oder weniger funktioniert der Zug. Er macht nichts kaputt, aber er gewinnt auch nichts. Der Punkt ist, dass der Bauer hier auf G6 den Springer nicht nehmen kann, weil dann gibt es eine ganz böse Gabel. Gut, kann man sehen, oder? Das heißt, wir stehen im Schach. Die Dame kann natürlich auch nicht nehmen. Also gehen wir einfach weg. Wir gehen einfach weg. Korrekt gespielt von Max Heß. Und der Springer hüpft jetzt nach F6. Sieht beeindruckend aus. Wir gehen einfach wieder nach G7. Ja, wiederholen mal die Züge hier. Ja, ne, wollen wir jetzt Remis machen oder was? Nein. Frederik will nicht. Der hat echt Nerven. Das muss man sagen. Also, er spielt hier Dame A3. Was ist denn das für ein Zug? Naja, es greift den Turm an. Aber das ist. Wow, was ist das für ein Zug? Ist, funktioniert der? Ich kann euch sagen, ja, er funktioniert, aber auch der Zug gewinnt nichts. Die Engine sagt weiter 0,0. Was, langweil mich nicht mit deinem Video. Was willst denn du überhaupt? Schwarz kann ja hier einfach mal einen Schach geben. Hat er auch gemacht. Also, König muss ziehen, klar. Und schaut mal, die Dame deckt G3. Ja. Und hier sollte Schwarz einfach den zweiten Turm ins Spiel bringen. Turm C2 drohen und Matt drohen. Verzeihung, hier Matt drohen dann. Oder spielen wir Turm H8. Sieht auch nicht schlecht aus. Droht matt. Droht matt. Und auch das, es menschelt, ist ein Fehler. Wir sind jetzt, der nächste Zug ist der 40. Das, die Zeitkontrolle ist erreicht. Ihr seht, beide Spieler haben es irgendwie hingekriegt. Und ja, das droht schlicht einzügig matt. Warum ist denn der Zug ein Fehler? Das Ding ist, wir geben wieder einen Schach. Wir geben wieder einen Schach und Weiß steht deutlich besser jetzt. Was ist denn das? Kann man jetzt nicht hier nehmen? Was ist denn dann? Naja, wir haben immer noch Springer F5. Jetzt ist es aber keine Gabel mehr, wie ihr seht. Ja, die Dame inzwischen auf H3 steht. Der König steht im Schach, muss ziehen. Wo geht er hin? Keine Ahnung. Also ich sage jetzt mal, bester Zug ist König H7 hier. Lassen wir mal die Details weg. Jetzt können wir uns erlauben, einfach den Turm zu fressen. Schwarz hat nichts. Plötzlich ist die H-Linie völlig verstopft. Wie ihr seht, wie geht denn sowas? Man kann nicht nehmen mit dem Bauern. Es ist aber Schach. Vielleicht kann man ja den Turm opfern. Das hat Max Heß auch getan. Naja, wir müssen zurücknehmen. Und wenn Schwarz nicht will, dass Weiß die Damen tauscht, Weiß hat ja eine Menge Material mehr, muss quasi die Dame nehmen hier. Aber jetzt hängt E7. Das ist das Problem. Es ist ein ganzer Turm mehr. Am Ende des Tages. Und das ist ein bisschen viel. Ja, wir haben einen Schach, das stimmt, aber der Läufer ist ja auch noch da. Plötzlich steht Schwarz vor den Trümmern seiner Existenz, vor den Ruinen. Ja,
Dame schlägt D4, ui, noch ein Racheschach, Turm F2, nichts mehr zu befürchten. Dame D1 kam noch, König H2, Dame D4, hofft irgendwie auf Dauerschach oder whatever, aber Frederik konsolidiert das Ganze. Es gibt noch einen Schach, König G1, und an der Stelle hat Schwarz die Partie aufgegeben. Ein wilder Ritt, oder? Also, ganz ehrlich, Frederik an der Kante des Erlaubten, muss ich ja sagen. Also, da hat er, da, also das, diesen Einschlag zuzulassen, wann, das Läufer schlägt H3 hier an der Stelle, das hat er natürlich gesehen. Er hat halt sich gedacht, das geht schon irgendwie mutig, mutig, mutig. Und der Max, der stand hier klar, klar besser zwischendrin mal, ne? Also, hier an der Stelle steht Schwarz besser, H5 ist ein Fehler, aber wer kann das schon rechnen? Wir sind keine Computer und deswegen darf ich noch einmal sagen, es menschelt gewaltig vor sich hin und das ist auch gut so. Also, hier am Schluss Aufgabe, weil ein ganzer Turm fehlt. Also, ich hoffe, das Spiel, dieses Match hat euch Spaß gemacht und war spannend für euch. Und wenn ja, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. In diesen Tagen hilft mir das besonders. In diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen und jetzt seid ihr wahrscheinlich wieder täglich versorgt mit frischer Ware hier auf meinem YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.